Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Denise und heute möchte ich mit dir einen wiederverwendbaren Adventskalender gestalten. Dazu nutzen wir zum einen das Smart-Material von Cricut, alles schön in Goldtönen und beigefarbene Stoffsäckchen, die sich jedes Jahr wieder neu befüllen lassen. Wenn du gerne nähst, dann habe ich noch einen kleinen Tipp für dich und gerne diese Säckchen nämlich selber nähen möchtest, dann kannst du dir vom Maker ganz einfach den Stoff zuschneiden lassen. Dazu brauchst du einmal die Rollschnittklinge und die rosafarbene Fabric Grip Matte und schon kann der Maker dir deine Säckchen nämlich zuschneiden und du brauchst sie dann nur noch vernähen und die Kordel einfädeln. Wir gestalten jetzt die einfache Version und nutzen dafür einmal unsere Folien, eine Presse und wir verschönern aber zusätzlich noch hier diese Holzkiste, wo wir nachdem auch den Adventskalender verstauen können, sodass die Säckchen alle schön zusammen an einem Ort sind. Und was du jetzt noch genau dafür brauchst und wie das vor allen Dingen funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Wir nutzen für das Projekt den Cricut Maker 3 die Feinschnittklinge, einen Haken zum Mitgittern, eine Schere, dann Stoffsäckchen, Smart Iron On einmal in Gold Glitzer und Smart Iron On in Gold. Zum Schneiden nutzen wir diesmal den Rollenhalter. Dann brauchen wir noch eine hitzebeständige Unterlage und die Easy Press Mini zum Aufpressen. Für unsere Datei habe ich jetzt alles schon einmal vorbereitet. Das heißt, wenn du die Zahlen und die Tannenbäume nehmen möchtest für deinen Adventskalender, dann bist du super schnell fertig. Ich zeige dir jetzt noch, wie du die Zahlen auf dein Format einmal anpassen kannst. Und wie du siehst, habe ich hier schon einmal Hilfslinien angelegt. Und das ist nämlich die Größe von meinen Säckchen. Und dazu gehst du einfach auf Formen, nimmst dir ein Quadrat raus, dann änderst du das hier oben auf die Größe von deinen Säckchen um. Bedenke, dass du hier das Schloss öffnest. Du wirst bestimmt auch keine quadratischen Säckchen haben und dann kannst du hier nämlich das Format einmal eingeben. Ich hatte jetzt 10 x 15 cm und dann gehst du bei Betrieb ganz einfach nur hier unten drauf und wählst hier einmal Hilfslinie an. Und schon haben wir unsere Hilfslinie in Form des Säckchens einmal angelegt. Die wird nachdem nämlich nicht mitgeschnitten. Und dann kannst du jeweils eine Zahl und einen Tannenbaum drauf anlegen und schauen, in welcher Größe es dir am besten gefällt. Ich rate dir, fang am besten mit der größten Zahl an und auch mit dem höchsten Baum. Und dann kannst du nachdem die Zahlen einzeln immer anwählen, die Höhe eingeben. So hast du überall dann die gleichen Proportionen. Ich habe mich nachdem noch dazu entschlossen, die Holzkiste zu verschönern. Dementsprechend habe ich mir ein Brett ausgemessen von der Holzkiste. Das habe ich mir auch einmal hier angelegt, Adventskalender ausgeschrieben und dann nochmal zwei verschiedene Tannenbäumchen genommen. Ich habe das jetzt hier nochmal separat in einer anderen Farbe angelegt, je nachdem, ob du das haben möchtest oder nicht. Ansonsten findest du das nämlich ganz einfach bei den Ebenen, kannst du es einfach ausblenden. Und ansonsten findest du hier schon alle Zahlen, die sind schon alle richtig angelegt. Und dann kannst du auf Herstellen gehen, wenn du die Größe angepasst hast. Gehst auf Ohne Schneidematte, da wir ja das Smart-Material verwenden. Hier bekommst du jetzt einmal die ganzen Zahlen angezeigt von unseren zwei verschiedenen Goldtönen. Hier sind die Tannenbäume für das Glitzer. Wichtig ist nur, dass du Spiegeln anwählst, denn wir haben ja Iron On und das musst du auf jeden Fall hier vorher einmal eingeben. Ansonsten haben wir es nämlich nach dem falsch rum auf unserem Säckchen und auch auf der Holzkiste. Dann können wir auf Fortfahren gehen, das Material auswählen und dann können wir auch schon schneiden. Zum Schneiden nutzen wir heute mal einen Rollenhalter und da gibt es links eine Führung. Die können wir einfach an den Maker ransetzen und dann können wir auch schon unsere Rolle einsetzen. Die glänzende Seite kommt wieder nach unten und wir können das Material wie gewohnt in den Maker einladen, auf den Go-Button drücken und schon schneidet uns der Maker das Material. Das machen wir natürlich mit beiden Folien. Zum Ausladen musst du einfach nur nach Beendigung des Schneidens einmal mit dem Cutter nach links und rechts fahren, den Rollenhalter wegnehmen und dann kannst du es ausladen. Und so hast du schon fürs nächste Mal direkt dein Material super gerade abgeschnitten und kannst es beim nächsten Mal wieder wunderbar einladen. Jetzt kann ich schon die Folien entgittern, zurechtschneiden und die Mini-Press auf Stufe 2 schon einmal vorheizen. Ich starte einfach mit den Zahlen, presse die jeweils auf
Und dann mache ich mehrere Zeilen hintereinander, sodass die erste Folie schon einmal abkühlen kann. Und zwischendurch ziehe ich immer die Folien ab, bis dass ich nachdem alle 24 Säckchen bedruckt habe. Dann nur noch befüllen, zuziehen und fertig sind die Säckchen. Und jetzt habe ich mir überlegt, können wir nämlich noch unsere Holzkiste auch verschönern. Ich habe jetzt schon den ganzen Adventskalender drin. Du kannst es natürlich auch direkt vorher machen, aber mir ist dann aufgefallen, hier könnte noch was drauf. Dementsprechend bringe ich dann auch einfach die gleiche Iron-On Glitzerfolie mit der Easy Press Mini wieder auf. Auch hier wieder kurz abkühlen lassen, dann können wir das Trägermaterial herunterziehen und fertig ist unser Adventskalender mit der passenden Kiste dazu.